Meine Damen und Herren, ich darf Sie auch noch mal recht herzlich hier begrüßen von dieser Stelle. Professor Höffe hat ja jetzt ein Riesenfeld aufgemacht. Das werden wir natürlich bei weitem nicht in der zur Verfügung stehenden Stunde, die wir hier haben, ausmessen und zu Ende diskutieren können. Wir haben ja auch ein bisschen das Diskussionsthema verschoben, indem wir gesagt haben, wir wollen hier eigentlich dieses große Thema Lebenschancen diskutieren. Da haben wir eine ganze Menge Tangenten, die dann auch zu dem Vortrag sind. Insofern kann man da auch immer wieder dann zurückkommen. Aber wir wollen da auch ein bisschen weitergehen. Und ich denke, wenn man über dieses ganze große Thema Lebenschancen redet, dann ist natürlich die große Basis, über die wir da diskutieren, zunächst mal das ganze große Thema Bildung, weil dieses große Thema Chancengleichheit ja zunächst mal am Anfang allen steht, weil ohne Bildung, das sehen wir ja immer stärker, ist eigentlich alles hinten raus nichts, da wird es dann schwierig. Dahndorf, das war ja eines der großen Themen auch von Dahndorf, er war ja derjenige, der schon in den 60er Jahren das Bürgerrecht auf Bildung propagiert hat und sehr viel später dann, kurz vor seinem Tod, war er dann nochmal sehr stark zugange, wobei ihn damals dann mehr schon bei einem Symposium des Wissenschaftsministeriums, aber auch bei uns, dann eben in der Kolumne weniger die Bildung der Eliten beschäftigt hat, die ja sehr stark im Mittelpunkt der Diskussion steht, als vielmehr die Frage, was passiert eigentlich mit dem Rest? Und ich glaube, wir sollten da jetzt zunächst mal einen Blick auf beide Bereiche werfen. Lassfeld, wenn man die wirtschaftliche Entwicklung betrachtet, dann ist sehr eindeutig, dass halt ohne Bildung, dass Bildung neben der Herkunft das Zentrale, den zentralen Unterschied ausmacht zwischen der Chance, reich zu werden oder arm zu bleiben oder zu werden. Und die Digitalwirtschaft beschleunigt diesen Trend noch massiv. Tun wir derzeit das Richtige, um für diese Entwicklung gewappnet zu sein, und tun wir ausreichend viel? Nun, es ist sicherlich so, dass die Bildung oder wie man das als Ökonom mit Unworten belegt, Investitionen in Humanvermögen eine wichtige Voraussetzung dafür sind, das eigene individuelle Schicksal zu verbessern. Aber sie haben natürlich auch einen massiven Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung von Staaten insgesamt. Also je größer die Teilhabe der Gesellschaft an der Bildung ist, umso besser lassen sich die wirtschaftlichen Chancen am Ende realisieren, die dann insgesamt auch zu einem größeren Wachstum führen. Das ist sicherlich der Fall. Ob wir dahingehend in der heutigen Bildungspolitik in Deutschland genug tun, ist eine wesentlich schwierigere Frage. Alleine deswegen, weil wir zugleich bei allen Rahmensetzungen, die da stattfinden, immer wieder auch die demografische Problematik im Blick haben müssen. Vielfach ideologisch befrachtete Fragen in der Schulpolitik, also beispielsweise, ob wir das dreigliedrige System zwingend erhalten müssten und ob es nicht genügte, in ein zweigliedriges zu gehen, die werden, wenn man sie pragmatisch vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung sieht, deutlich weniger aufgeregt, weil sich nun mal angesichts der Wahl, die Eltern für ihre Kinder treffen, das dreigliedrige System wohl nicht halten lassen wird. Man versucht ja als Eltern den Kindern möglichst gute Abschlüsse zu gewährleisten. Und in dem alten System, dass irgendeine Mittelschule, eine Hauptschule und einen gymnasialen Zweig vorsah, wird die untere Stufe systematisch reduziert. Das sehen wir schon in der Vergangenheit, wir werden es noch stärker sehen, je stärker und je schlimmer die demografische Entwicklung in dieser Hinsicht zuschlägt. Was wir ebenfalls erkennen in der Bildungspolitik, das ist einen größeren Schwerpunkt auf frühkindliche Bildung. Das ist meines Erachtens nach dem, was im Moment an wissenschaftlichen Erkenntnissen vorliegt, ein wesentlicher Punkt. Und es ist vor allen Dingen auch ein wesentlicher Punkt, wenn wir die gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland berücksichtigen, mit deutlich höheren Zuwanderungsraten, als man das noch in den 50er Jahren hatte. Die Zuwanderung, die damals herrschte, war eine aus den früheren Ostgebieten. Aber die Zuwanderung, die wir heute haben, ist natürlich auch mit viel größeren sprachlichen Barrieren verbunden. Und von daher ist frühkindliche Bildung ein ganz wesentlicher Punkt.
Wenn Sie nun aber auf die Finanzierungsfrage beispielsweise abzielen, sich fragen, wie können wir das denn alles finanzieren? Wir sind ja hier im Bildungsbereich. Da stellen sich dann schon andere Fragen. Und da muss man sehr kritisch gegenüber der jetzigen Bildungsfinanzierung sein. Im Grunde steht die Bildungsfinanzierung in Deutschland auf dem Kopf. Wir verlangen in der frühkindlichen Bildung relativ hohe Gebühren von den Bildungsnutzern. Die sind natürlich nicht kostendeckend, das ist völlig klar, aber sie sind trotzdem deutlich höher als das, was wir letztlich in der tertiären Bildung verlangen. Wenn also nach dem Abitur die Studierenden an der Universität sich befinden, dann haben wir jetzt nach und nach die ersten zarten Pflänzchen von Studiengebühren wieder abgeschafft. Im Grunde müsste es umgekehrt sein. Man müsste die frühkindliche Bildung möglichst kostenfrei für die Nutzer stellen, das also gesellschaftlich finanzieren. Und dann weiter hinten raus in der tertiären Bildung, noch viel stärker in der Weiterbildung, die wir von allen verlangen, die Kostenbeteiligungen relativ hoch ausgestalten. Und dazu ist im Moment die deutsche Gesellschaft nicht bereit. Herr Rühlke, wenn man das war jetzt ein Punkt, diese Frage zu sagen, Bildung, Finanzierung auf den Kopf stellen. Das andere Thema ist ja auch dann für mich die Frage, ist diese starke Konzentration auf die Elitenbildung, um es jetzt mal so zuzuspitzen, ist sie der richtige Weg? Also die Frage ist ja dann immer zu sagen, wir haben dann 40, 50, 60% Akademiker, aber wir haben dann natürlich auch noch eine ganze Menge anderer Aufgaben und wir haben vor allem dann halt viele, die da überhaupt gar nicht mehr mitkommen. Und was machen wir mit denen? In der Tat, Herr Hauser, wir haben sicher in der aktuellen bildungspolitischen Debatte, gerade auch in Baden-Württemberg, eine viel zu starke Fokussierung auf die Frage, wie viele junge Menschen sollen zum Abitur geführt werden? Wie viele junge Menschen sollen dann anschließend einen akademischen Beruf erlernen? Und wir stellen fest, das ist die Sorge, die ich habe, dass die aktuelle Entwicklung der Schulpolitik dazu führt, dass im Grunde alle jungen Menschen oder fast alle junge Menschen in der Illusion einer akademischen Bildung leben. Und natürlich verständlicherweise, die Eltern führen ihre Kinder dahin, weil sie die Möglichkeit großen Lebenschancen, um diesen Begriff aufzugreifen, natürlich für ihre Kinder gerne hätten. Aber wir stellen fest, dass eben nicht alle für diesen Lebensweg geeignet sind und vor allem stellen wir fest, dass in vielen Bereichen, die für die Sicherung unseres Wohlstandes notwendig sind, ich nenne das Handwerk, ich nenne auch Industrieberufe, dann möglicherweise diese Qualifikation fehlt. Wir sind ja schon so weit, dass etwa das Handwerk an den Toren der Hochschule wartet, bis die Studienabbrecher rauskommen, um sie dann dort ins Handwerk umzuleiten. Aber das ist natürlich eine völlige Fehlentwicklung, wenn der 22-jährige oder 23-jährige Studienabbrecher eine Handwerkslehre macht. Er sollte es mit 16 Jahren nach einem mittleren Bildungsabschluss machen. Und Herr Professor Feld, da ist dann die Diskussion relativ müßig, wie viel gliedrig ein Schulsystem ist. Dieses dreigliedrige Schulsystem sehe ich in Baden-Württemberg nicht. Ich kann Ihnen aus dem Stand 10 Schultypen aufzählen, die es in Baden-Württemberg gibt. Von der Realschule über die Werkrealschule, neuen Typs über die beruflichen Schultypen bis hin zur Förderschule etc. Und da kann ich natürlich dann schon eine Vielzahl von Schultypen in eine Säule zusammenfassen und sagen, jetzt habe ich einen zweigliedrigen Schulsystem. Das Entscheidende ist aus meiner Sicht die Frage, will ich eine Differenzierung, die dazu führt, dass junge Menschen Lebenschancen dadurch erhalten, dass sie zu einer passgenauen Ausbildung geführt werden, die sie dann auch glücklich macht, weil sie ihren Fähigkeiten entspricht, oder ob wir über die Illusion eines zweigliedrigen Schulsystems, einerseits Gymnasium mit Abitur, andererseits Gemeinschaftsschule mit Abitur, den Menschen vorgaukeln, 100% könnten sozusagen dann am Ende in einem weißen Kragen Beruf sein und im Handwerk und in der Industrie fehlen dann die Fachkräfte. Ich glaube, das ist eine Fehlentwicklung und ich glaube, wir müssen in der bildungspolitischen Diskussion auch so ehrlich sein zu sagen, es ist die Aufgabe eines Schulsystems und es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die jungen Menschen dahin zu leiten, wo sie die meisten Lebenschancen haben,
Und das sind für viele akademische Berufe, aber eben nicht für alle. Und mit dieser Illusion sollte die Politik auch nicht den Menschen Sand in die Augen streuen. Bevor wir dann wieder in eine Schulstrukturdiskussion reinkommen, die wir, glaube ich, heute nicht führen sollten, würde ich aber trotzdem Sie noch mal provozieren fragen, weil Sie das ja auch schon wahrscheinlich ähnlich und auch wahrscheinlich noch länger als ich beobachten. Ist nicht ein bisschen auch dieses das große Problem unserer Bildungspolitik, dass wir eigentlich immer gerne in Strukturen und dort dann in sehr ideologischen Auseinandersetzungen diskutieren und dass eigentlich das, was Bildung zuvörderst eigentlich machen muss, nämlich die individuelle Entwicklung von Menschen zu befördern und zu ermöglichen, dass dieses eigentlich darüber immer wieder eher in den Hintergrund gerät oder zumindest unter Druck gerät? Also wenn ich hier als Bürger antworte, zugleich als Vater inzwischen von 6 Enkelkindern, kann ich das nur bekräftigen. Ich finde es falsch und das ist das Pech im Grunde genommen unserer Föderalstruktur, dass auf der Ebene der Länder im Wesentlichen nur Schulpolitik und Staatsverschuldung betrieben werden kann. Und die Schulpolitik verlangt das, was mal Gymnasiasten der damaligen neuen Kultusministerin von Hessen sagte. Die Kultusministerin fragte Gymnasiasten, Ausgewählte, was hättet ihr gerne geändert? Und die Antwort lautet, dass wir endlich in Ruhe gelassen werden. Entscheidend ist, dass wir engagierte Lehrer haben, dass nicht dauernd Schulstunden ausfallen, dass es nicht diese Hüpfstunden gibt. Also, und wenn das der Fall ist, ist es ein bisschen egal. Baden-Württemberg pflegt zwar das sogenannte dreigliedrige Schulsystem, hat trotzdem, glaube ich, den höchsten Anteil von Abiturienten, die nicht auf dem normalen Gymnasialweg Abitur gemacht haben, sodass ich auch glaube, die Frage der Strukturreform ist nicht entscheidend, sondern das Engagement für gute, engagierte Lehrer. Das geht natürlich weiter, dass natürlich dass die Anerkennung sehr hoch sein muss. In einem der in PISA-Studien führenden Länder wie Finnland sind halt die Volksschullehrer oder alle Lehrertypen besonders hoch angesehen und auch relativ gut bezahlt. Das kann man für Deutschland nicht ganz so sagen. Das darf nicht mal ausrutschen, was mein früher Bundeskanzler gesagt hat, von den faulen Lehrern zu reden. Und zwar, weil man Achtung hat, wie man selber ausgebildet wurde in der Schulzeit und wie man das bei den Kindern und Enkelkindern sieht. Das ist mal vielleicht das Erste. Das Zweite ist schon eine Finanzierungsfrage. Wenn wir einen Staat haben mit etwa 50% Staatsquote, verglichen mit den USA, wo es 30-35% ist, kann man nicht einfach dasselbe machen wie in den USA, dass wir nämlich einfach sagen, wir verlangen hohe Studiengebühren. Ich finde völlig richtig, auf der ersten Stufe, die frühkindliche Erziehung müsste kostenfrei sein. Ich finde es eine Schande, als unsere ersten Kinder 74 in München waren, dass wir keinen Kindergartenplatz gefunden haben. Heute meine Enkelkinder in München auch wieder anstellen müssen, um einen Kindergartenplatz zu finden. Das ist ein Versagen der Politik, und zwar in dem Fall der kommunalen oder auch Länderpolitik, die wir einfach zur Kenntnis nehmen müssen, und zwar parteiunabhängig. Und das sieht keiner. Also nochmal zurück, wenn wir eine 50%ige Staatsquote haben, bin ich etwas skeptisch gegen die Studiengebühren, nicht gegen diese 500 Euro, die man vielleicht pro Semester verlangt, aber nicht diese 35.000 oder 40.000 Dollar, die in den USA vorherrschen. Im Übrigen haben wir in Deutschland schon etwas die Selbstverständlichkeit, dass der Staat für alles einstehen muss. Wenn Amerika auf dem Weg hier nach Freiburg, habe ich mir im Hörbuch diesen Roman von Williams angehört, Stoner. Das ist ein ganz armer Farmersohn, der sich als ein Begabter, der zunächst Landwirtschaft studiert, um sein väterliches Erbe auf Vordermann zu bringen, dann zum College-Professor für Anglistik wird. Diese Art Bildungswille ist bei uns vielleicht etwas schwächer geworden, der früher stark gewesen ist. Und dagegen kommt auch der Staat nicht an. Das führt zu dem nächsten Punkt. Ich finde das sehr richtig, dass Sie von den Handwerkern gesprochen haben. Ich habe 15 Jahre in der Schweiz gelehrt und gelebt. Das Handwerk hat dort noch einen höheren, der ist ja nicht gering in Deutschland, aber noch eine höhere Anerkennung. Das müssen wir bringen. Was sollen denn die vielen Akademiker, das ist ein Drang, der von Seiten der OECD kam, die uns diese hohen Abiturquoten und Studienquoten aufgedrängt haben, obwohl wir natürlich mit der geringen Jugendarbeitslosigkeit wahrscheinlich das bessere Bildungssystem als Frankreich haben, dass wir diesem Drang nicht weiter nachgeben, sondern sagen, wir brauchen gute Handwerker und nicht nur, weil es nicht so viele gute Abiturienten gibt. Manche sind eben manuell begabt. Und wenn sie dafür Respekt bekommen und wenn sie dafür auch Anerkennung finden und gut bezahlt werden, machen die das mit Vergnügen. Und vielleicht noch einen letzten Punkt zur Digitalisierung, mit der Sie angefangen haben als Stichwort.
Die Digitalisierung hat zwei Vorteile, neben vielen anderen Dingen. Erstens lernen das die Jugendlichen besser als wir. Endlich mal, dass die Jugend bevorteilt wird gegenüber dem Alter. Und zweitens hat einen sehr großen demokratischen Effekt. Alle Nutzer der Welt sind gleichberechtigt. Die Vorkenntnisse, wenn man sie einmal so wie ich auch relativ spät eingelebt hat, sind relativ gering. Und über Wikipedia hat man sozusagen einen Zugang zu einem weltweiten System von Universitätsbibliotheken, so gut wie kostenfrei, ohne dass wir eine Enzyklopädie Britannica oder ein Brockhaus zu Hause haben müssen. Also diesen positiven Seiten, neben den Problemen des Datenschutzes, die will ich nicht verleugnen, diesen positiven Seite der Digitalisierung sollen wir anerkennen. Und auch diese ist, glaube ich, dann nicht elitengebunden, sondern gerade die ist demokratisch und für alle offen, was ich schön finde. Es gibt noch ein paar andere Fragen in der digitalen Wirtschaft, die wir dann auch noch nachher diskutieren können, wo es dann auch noch ein paar kritische Anmerkungen sicher zu machen gilt. Aber es ist natürlich damit auch schon das Feld aufgemacht auf dieses ganze Thema Globalisierung, was ja in Ihrem Vortrag ja auch sehr stark kam. Also dass wir natürlich auch bei dieser, auch in der Bildungspolitik ein Stück weit getrieben sind durch die internationale Konkurrenzsituation. Und die Frage ist ja da, darf man sich da so treiben lassen oder wie selbstbewusst sollten wir eigentlich unsere eigenen Standards da dagegen setzen? Ja, wir sind ja eigentlich sehr selbstbewusst. Es gibt keine Volkswirtschaft auf dieser Erde, die die Globalisierung, oder zumindest in den Industrieländern natürlich haben, die nachgekommen sind, in den asiatischen Ländern die Globalisierung auch so stark angenommen. Aber von den alten westlichen Ländern gibt es kein Land außer der Bundesrepublik, die so stark die Globalisierung angenommen haben. Die Schweiz, soll man nicht vergessen. Die Schweiz sicherlich, vielleicht auch noch die Niederlanden. Aber wenn man sich anschaut, wie eng die internationale Verflechtung über Wertschöpfungsketten hinweg ist, die deutsche Wirtschaft hat, dann ist das für so ein großes Land eigentlich schon bemerkenswert. Das hat die USA als noch größeres Land nicht, muss es sich vielleicht auch nicht in dem Maße antun. Das haben Frankreich und Großbritannien, sogar das schöne Großbritannien, das immer so international verflochten war, nicht in dem Maße wie die deutsche Wirtschaft. Also wir nehmen diese Globalisierung an, wir nehmen sie auch im Mittelstand massiv an. Ich will jetzt nicht sagen, es geht hin bis zum Handwerklichen, aber wir haben ja doch gewisse Überlappungen handwerklicher Ausbildungen mit dem Mittelstand, in dem sich das dann nachher entsprechend anwenden lässt. Und von daher ist auch unsere duale Ausbildung sicherlich sehr positiv zu werten. Gleichwohl hat die Globalisierung auch einen anderen Effekt, nämlich den, dass diejenigen, die unqualifiziert sind oder sehr niedrig qualifiziert sind, die also nicht wenigstens in die duale Ausbildung gegangen sind, größere Schwierigkeiten haben. Und diesen Gruppierungen, Sie haben die eben angesprochen, gibt es da nicht eine Gruppe, die wir zurücklassen, weil sie an der Bildung nicht teilhat. Das ist die Gruppe, die man immer wieder im Blick haben muss. Und für diese Gruppierung zählen ganz unterschiedliche Dinge. Da zählt einerseits die Integrationspolitik, weil wir sicherlich viele Menschen in dieser Gruppe haben, die einen Migrationshintergrund haben. Zu dieser Gruppe zählen solche, die nicht in dem Maße bildungsfähig sind, wie man das erwarten würde, zumindest für die duale Ausbildung. Zu dieser Gruppe gehören auch diejenigen, die man dann mit entsprechenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen betreuen muss. Und zwar nicht nur im Hinblick auf ihre Weiterbildung oder überhaupt Grundbildung, die sie befähigen, im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, sondern die Arbeitsmarktpolitik muss auch von vornherein dafür sorgen, dass dieser Gruppierung nicht der Zugang verschlossen bleibt, weil sie angesichts ihrer niedrigen Produktivität eben mit Mindestlohnregelungen und Ähnlichem gar keinen Arbeitsplatzangebot bekommen. Das ist ein wesentlicher Punkt, den wir bei der Globalisierung beachten müssen. Da sollte sich die Politik letztlich darauf ausrichten. Wenn Sie mir noch eine Seitenbemerkung zu unserer vorherigen Runde erlauben, man muss, das bezieht sich auch ein bisschen auf den Vortrag von Herrn Höffe, man muss aus ökonomischer Sicht bei der Frage, was staatliche Investitionen sind, ja ungeheuer aufpassen. Bundeshaushaltsordnung sagt ganz klar, Staatsinvestitionen, das sind im Wesentlichen Investitionen in Beton. Wenn Sie ein neues
Konzerthaus bauen, wenn Sie die Straßen neu machen, aber auch einen schönen Rathausvorplatz bauen, dann ist das eine Investition. Wir reden hier über Bildungsinvestitionen. Das sind konsumtive Ausgaben im Staatshaushalt, weil ja im Wesentlichen Gehälter für Lehrer, Professoren und ähnliche Menschen gezahlt werden. Die zählen gar nicht zu den Investitionen. Und wenn man jetzt den Investitionsbegriff aufbohrt und sich genau fragt, was macht der Staat denn Sinnvolles als Vorleistung für die Wirtschaft einerseits, um sich einzustellen auf die Wandlungen in der Zukunft, dann sind das ganz viele klassische Staatsbereiche. Das ist die äußere Sicherheit genauso wie die innere Sicherheit, ungeheuer wichtig, wie wir in der heutigen Zeit sehen, um Investitionen zu tätigen. Dazu gehört die Gesundheit in gewissem Sinne auch, weil sie natürlich auch viel Sicherheit schafft, wenn Sie Berufe nehmen, in denen viel größere Unfallwahrscheinlichkeiten da sind, dann ist das nicht eine Frage der Inzidenz, ob am Ende diejenigen, die älter sind, stärker von der Gesundheit begünstigt werden oder nicht, sondern es ist eine Frage der Investitionsbefähigung, weil man Voraussetzungen schafft auf die Art und Weise. Und dann landen wir nachher in einer Situation, in der wir sagen können, wenn der Staat das macht, was er soll, also sich richtig abgrenzt gegenüber den Privaten und nicht zu viel ins Privatgeschäft hineinwirkt, dann leistet er im Wesentlichen Investitionen für eine Volkswirtschaft beziehungsweise für die Privaten, die dann investieren können. Aber dann ist diese Trennung zwischen konsumtiven Ausgaben des Staates und investiven Ausgaben des Staates auch nicht mehr sinnvoll. Im Gegenteil, es ist eher so, wenn man nur die Staatsinvestitionen so sehr betont, wie wir das in der heutigen Diskussion haben, dann zählen plötzlich auch wieder Beteiligungen an privaten Unternehmen als Investitionen. Und genau das ist problematisch. Ich sehe nicht wirklich ein, warum wir in der heutigen Überschuldung, gerade auf der kommunalen Ebene, in manchen Städten wie Essen oder Bochum große Beteiligungen an weltweit tätigen Energieversorgern haben, die dann letztlich auch noch in finanzielle Schwierigkeiten kommen und die Dividende nicht zahlen können, die der staatliche Investor sich erhofft hat. Das ist ein großes Problem. Also insofern würde ich da stärker ansetzen und fragen, ist denn das, was der Staat macht, in seinen Kernaufgaben richtig und wo müssen wir Verbesserungen herbeiführen? Hier reizt zum Widerspruch oder zur Ergänzung. Den allerletzten Satz kann ich nur bekräftigen. Aber zum Ersten würde ich sagen, wir haben dann eben zwei verschiedene Begriffe von investiv und konsumtiv. Nach der Rechtslage haben Sie natürlich völlig recht, Sie kennen sich auch viel besser aus. Aber trotzdem ist mein Argument ja nicht ganz falsch, dass diese Art konsumtiv ist, das, was die lebende Generation und sozusagen die mittleren und älteren Generationen denen zugutekommt und denen, was den Jüngeren zugutekommt. Dass das staatsrechtlich, staatstechnisch dann auch als investiv oder konsumtiv gilt, ist ja wieder richtig. Aber das andere, eine Verschiebung, dass wir im Laufe der Jahre und Jahrzehnte den Anteil am Gesundheitswesen sukzessive gesteigert haben und Bildungswesen eigentlich nicht. Unter anderem, warum wir eben die höheren Kosten für die vorschulische Erziehung haben. Wenn das Geld genug da wäre, könnte man das ja weglassen. Wir haben trotz der sprudelnden Steuereinnahmen, werden unsere Musikschulen gekürzt, werden unsere Stadtbibliotheken gekürzt, werden die Öffnungszeiten geringer und werden zu wenig Kindergärten und Kindertagesstätten gebaut und werden die Gebühren dafür immer höher. Und das habe ich gemeint. Also insofern widersprechen wir nicht. Aber ich möchte schon betonen, dass der Gesichtspunkt nicht falsch wird, den ich gemeint habe, wenn das auch rechtlich vielleicht von Ihnen richtig beschrieben wurde, in anderer Weise. Nach diesem Exkurs in die Investitionslehre kommen wir vielleicht nochmal zurück auf die Weiterführung dessen, was dann Bildung als zweite Lebenschance natürlich auch immer beinhalten muss, nämlich das ganze große Thema Durchlässigkeit der Gesellschaft. Das ist ja auch wir halten uns ziemlich viel zugute, dass wir da eigentlich ein sehr durchlässiges Bildungssystem haben, wo man sehr kreuz und quer immer wieder aus- und einsteigen kann. Aber trotzdem haben wir am Ende ein Ergebnis, dass halt die Herkunft doch immer noch entscheidend ist und zwar sehr viel entscheidender als in vielen anderen Ländern. Wo liegt das Problem, Herr Rülke? Ich glaube, dass dieses Problem nicht in der Schulstruktur liegt, zumindest nicht primär in der Schulstruktur. Wir haben, wie Sie es richtig sagen, ein durchlässiges Schulsystem. Und es gibt immer wieder die Fälle, wo ich dann diese Diskussion führen muss um die Schulstrukturen. Ich gebe Ihnen ausdrücklich recht, diese Diskussion ist eigentlich nicht sehr ergiebig, weil es letztlich darum geht, welche Ressourcen stellen wir zur Verfügung, wie gut ist Schule organisiert und mit welchem Ethos unterrichtet der Lehrer. Und mit welcher Qualifikation? Das ist viel wichtiger als die Strukturdiskussion. Aber ich kriege dann immer gesagt, ja, ich bin doch ein Beispiel
dafür. Ich habe an der Hauptschule angefangen und mich dann hochgearbeitet und am Schluss dann promoviert oder irgend so etwas und sage, ja eben, genau das ist das Beispiel für die Durchlässigkeit unseres Schulsystems und insofern glaube ich nicht, dass man so argumentieren kann und sagen, wir brauchen mehr Durchlässigkeit und das ist der Grund dafür, dass wir eine solche Abhängigkeit haben zwischen der Herkunft und dem Bildungserfolg. Das kommt, glaube ich, aus anderen Gründen. Wir haben zum einen natürlich die Frage, inwieweit werden Lebenschancen, um den Begriff wieder aufzugreifen, in Elternhäusern entwickelt. Wenn sich das Elternhaus dem Kind annimmt, wenn man sich darum bemüht, die Lebenschancen eines Kindes schon frühkindlich, die frühkindliche Bildung ist absolut wichtig, zu entwickeln, dann entwickelt sich das Kind natürlich besser, als wenn man es vor den Babysitter, Fernseher oder Computer setzt. Und es ist klar, dass natürlich in, sage ich jetzt mal, intellektuellen Milieus, wir es vorsichtig formulieren, die Chance größer ist, dass man sich um die Lebenschancen des Kindes kümmert. Und das Zweite ist natürlich auch eine Aufgabe der Integration. Wir haben immer gerne den Vergleich zu Finnland. Wir haben in Finnland eine Migrationsquote von um 1%. In Pforzheim, wo ich herkomme, haben wir mittlerweile 45% an Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund, wie man das so schön nennt. Das ist die Stadt zusammen mit Offenbach, wo das am höchsten ist, aber es ist auch nicht so, dass es in anderen deutschen Städten jetzt deutlich niedriger wäre. Und es ist natürlich eine gewaltige Aufgabe, diese Mitbürger zu integrieren und vor allem ist entscheidend die Sprachkompetenz der Kinder. Und deshalb ist die frühkindliche Bildung so wichtig, denn wenn Sie ein Kind mit 6 Jahren einschulen und es hat die notwendige Sprachkompetenz nicht, dann werden Sie scheitern, egal wie Sie Schulstrukturen organisieren. Und das sind die beiden zentralen Aufgaben, wie organisieren Elternhäuser die Förderung ihrer Kinder zum einen und zum zweiten, wie gelingt es uns als Gesellschaft, die Migranten zu integrieren, sodass die Sprache als Voraussetzung, die Muttersprache oder die deutsche Sprache als Voraussetzung für den Bildungserfolg hinreichend gegeben ist. Und das sind die eigentlichen Probleme, nicht die Schulstrukturen. Und das ist der eigentliche Grund dafür, dass wir diesen Zusammenhang haben zwischen Herkunft und Bildungserfolg. Und ich sage Ihnen voraus, die baden-württembergische Gemeinschaftsschule wird an diesem Zustand nichts ändern, wenn sie nicht die anderen Probleme in diesem Zusammenhang angehen. Wollen Sie direkt antworten? Ich würde sonst vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung bringen. Ich meine, Sie haben ja völlig recht. Die Sprachbindung ist ganz entscheidend und insofern auch die Elternhäuser. Und damit auch das Interesse der Elternhäuser. Und wir wissen ja auch, das sollen wir nicht ganz vergessen, in gewissen kulturellen Hintergründen sieht das anders aus. Wenn ich in Tübingen schaue, auf die Schüler, die aus den ostasiatischen Staaten kommen, sind nach kurzer Zeit, gehören sie zu den Besten der Klasse und haben außerdem nebenbei noch ihr koreanisches, japanisches und chinesisches Programm. Und andere Gruppierungen sind in dritter Generation nicht halb so weit. Da können wir natürlich nicht viel ändern. Das ist ein kulturelles Mitbringsel, was Sie haben, was sogar sprachunabhängig ist. Eine zweite Sache, die in anderer Weise sprachunabhängig ist, und das ist wieder eine schöne Sache. Wir wissen ja, dass ein Gutteil unseres auch Wirtschafts- und Berufslebens sprachabhängig ist. Aber der Bereich der mathematischen Begabung, der Informatik und der Digitalisierung ist davon relativ unabhängig. Und das finde ich sehr schön, um darauf nochmal zurückzugreifen. Da können die Kinder, die auch geringe Kompetenz im Deutschen haben, was sie abschaffen müssen, da ist Punkt, das geht einfach nicht, dass manche Kinder zu Hause aufwachsen und nur mit, Sie wissen ja, welche Sprachen da sind, die eigene Zeitungen, Fernsehen, Rundfunkanstalten haben und dann nie was anderes lesen. Das müssen die entsprechend lernen, aber das können wir denen ja nicht aufzwingen. Denen müssen wir zeigen, was schadet ihr euren eigenen Kindern. Aber daneben können wir sagen, selbst wenn sie etwas zu spät damit angefangen haben, im Bereich der mathematischen Begabung, der Informationstechnologie, der IT, habt ihr immer noch eine Chance, die zum Glück nicht so sprachgebunden ist. Ich meine, Sie sind jetzt wieder bei der Digitalökonomie gelandet, da wollte ich eigentlich jetzt nochmal nachgefragt haben, weil wenn man das anguckt, dann zeigt sich natürlich dort auch für mich, warum dieses ganze große Thema Durchlässigkeit wirklich extrem an Brisanz inzwischen auch gewinnt.
Wenn Sie in Amerika sich das angucken, da sind ja manche Entwicklungen auch immer ein bisschen früher und auch schärfer als bei uns. Und wenn man dort dann nach Silicon Valley guckt, dann sieht man natürlich da auch manche Dinge, wo man dann schon ein bisschen ins Grübeln kommt. Also dort ist zum Beispiel so, der Christoph Käser hat es jetzt in seinem Buch über Silicon Valley da ganz schön beschrieben, auch dass geistige Arbeit, Ideenreichtum und Risikofreude inzwischen exorbitante Renditen erzielen, ja, während selbst klassische Berufe, die bei uns immer eigentlich hoch angesehen waren, eher Richtung Prekariat führen und die Frage dann, also das ganze Mittelschicht-Thema dann plötzlich obsolet ist, weil sie gibt es dann nicht mehr und die Gesellschaft völlig auseinanderfällt. Die Frage ist ja, wie wir mit diesen ganzen neuen Fragen umgehen, wie man die Lebenschancen erhalten kann und wie man vielleicht auch diese Lücke dann, die da entsteht, wieder schließen kann. Ja, natürlich kann man nur sagen, haben Sie völlig recht. Die Risikobereitschaft in unserem Land ist geringer. Inzwischen nach 70 Jahren des Kriegsendes kann man das nicht nur auf die Kriegserfahrung zurückführen. Das sind Mentalitätsgründe, über die man rätseln kann. Da will ich nicht näher eingehen. Aber eine andere Sache sollen wir nicht, also dann das Zweite, wenn wir die Gründer von Google und anderen Dingen gucken, die haben doch Renditen, wo selbst die Hedgefonds sozusagen vor Neid erblassen. Die sind mit wenig Geld zu Milliardären geworden. Dieses Muster ist immer noch sozusagen unser Rockefeller- oder Tellerwäscher-Utopie. Wir fingen als Tellerwäscher an und am Ende sind wir ein Stahlbaron oder ein Bankbaron. Das kommt vor und wenn ich an gestern Abend noch denke, wenn ich es richtig weiß, ist Herr Dickmann immerhin doch eine bedeutende Figur in unserem Zeitungswesen, mit der Bild-Zeitung wohl die mindestens verbreitetste Zeitung. Die hat keine große Schulbildung und ist trotzdem eine der wichtigen Personen geworden. Ich finde, das sollen wir immer wieder betonen, auch wenn wir... Ich gehöre wenigstens zu den Leuten, die Bild-Zeitung nicht lesen und wenn wir die nicht mögen, gibt es Chancen, die wir eben doch betonen sollten. Aber jetzt nochmal Blick auf die USA. Wir sollen nicht vergessen, es sind zwei Dinge, die wir zum Glück nicht ganz so haben. Wir haben keine Armutsviertel, die wir inzwischen Slums nennen müssen, die beschämend sind. Die Amerikaner, obwohl sie viel reicher sind als Südamerika, sind in Sachen Slums nicht viel besser dran als die Favelas. Und das haben wir glücklicherweise nicht. Und insofern ist uns ein hohes Maß an Integration selbst der schwierigen Bevölkerungsgruppen gelungen. Und wenn wir das vergleichen, Berlin mit Paris, die Banlieue von Paris sieht ganz anders aus als die entsprechenden Viertel von Berlin oder München oder Stuttgart. Und das finde ich einfach doch ein Zeichen des Gelungenseins. Das Zweite, die Mittelschicht wird immer schmaler in den USA. Sie verarmt sozusagen. Und da müssen die sich was überlegen. Und das ist wohl nicht nur machbar, indem sie bestimmte Steuerprogramme auflegen und das Bildungssystem allen öffnen und vielleicht mehr Stipendien geben, ist auch eine Mentalitätsfrage. Vielleicht müssen die Amerikaner das lernen, nämlich Go West ist nicht mehr das, was die heutige Welt bestimmt, so wie wir lernen müssen, die Angst vor einem neuen Weltkrieg und wieder alles Geld durch einen überflüssigen und kriminellen Krieg zu verlieren, ist auch nicht mehr das akute Thema von heute. Da sehen wir, dass die Lernfähigkeit von Kollektiven doch sehr, sehr gering ist. Und ich weiß nicht, ob ein klein wenig, und da spreche ich Sie nicht jetzt persönlich an, ein klein wenig auch unsere Eliten und insofern auch die Medieneliten schuld sind, dass sie nicht rechtzeitig zeigen, ich nehme immer nur als Beispiel, der 60-jährige, glaube ich, Kriegsende fiel zusammen mit den Lissabon-Verträgen und es wurde in den Medien lieber die Kriegsveteranen von Großbritannien und Frankreich vorgeführt, die haben natürlich ihre schönen Köpfe, als die Debatte über die Lissabon-Verträge. Die Schweiz sind nicht in die EU eingetreten ist, kannte sich im Durchschnitt besser über die EU und Lissabon-Verträge aus als wir, zum Teil mehr als die meisten Politiker. Und das finde ich schandbar. Und da sind unter anderem dann doch die Medien mitverantwortlich. Warum haben Sie da nicht eine breite Debatte losgetreten? Und dann die Politiker, warum sind Sie nicht Land auf und Land abgegangen und haben gesagt, trotz einer berechtigten Euroskepsis und Europaskepsis gibt es Vorteile, die wir euch ausbreiten können. Stattdessen wurde das parteiübergreifend doch weitgehend in die Schmuddelecke gedrückt. Wenn es gegen die Medien geht, gibt es immer schönen Beifall. Ich würde allerdings für uns... Fast so viel, als wenn es gegen die Politiker geht. Das ist wahr. Ich würde zwar jetzt schon für uns in Anspruch nehmen, dass wir gerade die Notwendigkeiten oder auch die Vorzüge von Europa doch immer sehr intensiv auch bei uns transportiert haben. Also, aber über die Badische Zeitung habe ich ja ausdrücklich ausgenommen. Nein. Gut. Ja. Ich würde aber dieses Thema... von Amerika ausgehend noch mal ein bisschen zuspitzen wollen, weil da ja
schon auch noch eine Menge Sprengstoff drin hängt. Also wir reden ja dann in diesem Zusammenhang auch schon, dass sich Technologien entwickeln, die so disruptive Innovationen genannt werden. Der amerikanische Wirtschaftsprofessor Christiansen, der hat ja da einiges da zu dem Thema auch geschrieben und geforscht. Und die Frage ist ja dann auch immer, was zertrümmern wir dann für was? Also die, wenn wir diese ganzen Entwicklungen angucken, wie sie sich tun jetzt, ob wir dann über Uber, auch der Streit um diese Taxis, die bei uns dann ja inzwischen auch angelandet sind, wo dann eigentlich die bestehenden Strukturen beziehungsweise die bestehenden Organisationen dann irgendwo dann nachher in Existenznöte kommen. Man könnte auch die Diskussion anhand der Medien aufmachen, wo natürlich zurzeit auch sehr viele parasitäre Organisationen und Firmen da zugange sind. Die Frage ist, was passiert da mit uns? Also haben wir da eine Chance, diesen Prozess zu steuern und da auch wieder dann entsprechend nach vorne zu kommen, oder sind wir dem ausgeliefert? Wir haben immer die Möglichkeit zu steuern. Also Herr Höfer hat Mentalitätsgründe angeführt. Das ist nicht alles immer kulturell vorgegeben und oder gottgegeben, wie man das auch immer ausdrücken möchte, sondern man hat schon eine Chance, durch eine Setzung von Rahmenbedingungen etwas zu verändern. Jetzt haben Sie natürlich viele Punkte angesprochen, die so ein bisschen schwierig sind. Also einerseits ist eine dynamische Wirtschaft darauf angewiesen, das, was Schumpeter schöpferische Zerstörung genannt hat, zu gewährleisten. Also dafür zu sorgen, dass neue Technologien, überhaupt neue Chancen für die wirtschaftlichen Akteure zustande kommen können und man nicht einfach in bestehenden Strukturen verharrt. Also eine Politik, die bestehende Strukturen einfach nur konserviert, ist grundsätzlich falsch. Das muss man ganz klar sehen. Wir haben auch in der Vergangenheit mit den Strukturwandeln, die wir in Deutschland gehabt haben, feststellen müssen, dass die staatlichen Eingriffe, die hier darauf abzielten, die Strukturen zu erhalten über Subventionen, letztlich nichts im Hinblick auf bessere wirtschaftliche Strukturen bewirkt haben, sondern nichts anderes gemacht haben, als die Einkommensverluste, die aufgrund des Strukturwandels entstanden sind, zu Beginn zu kompensieren, und das noch nicht einmal sozialgerecht, meistens so, dass die Gehälter stärker gehalten werden konnten als die Löhne. Also diese Probleme sind ganz eindeutig so. Das Taxigewerbe ist deswegen so ein schwieriges Thema, weil von der grundsätzlichen Organisation des Taxigewerbes in Deutschland sind wir ja nicht so sehr verschieden von Griechenland. Das muss man mal klar sagen. Wir haben ja eindeutige Lizenzen, die vergeben werden. Die Lizenzvergabe ist restriktiv. Das ist in Griechenland vielleicht noch ein bisschen restriktiver als bei uns, aber das Grundprinzip ist ja dasselbe. Wir haben relativ hohe Voraussetzungen, die wir von den Taxifahrern fordern, und haben trotzdem in diesem Bereich der Wirtschaft, im Transportgewerbe nämlich, ein hohes Ausmaß an Schwarzarbeit, wo es offensichtlich ganz einfach möglich ist, Menschen zu transportieren, ohne in große Probleme zu geraten. Und da setzt Uber an. Ich würde dieses Phänomen Uber deswegen nicht von vornherein als problematisch ansehen und eine Zerstörung bestimmter Strukturen im Transportgewerbe ansehen, sondern eher als ein wohltuendes Wettbewerbselement, das wir nicht mehr so ohne weiteres loswerden. Insbesondere vor dem Hintergrund einer Mindestlohngesetzgebung, die jetzt schon dafür sorgt, dass im Taxigewerbe Entlassungen stattfinden. Das muss man wohl ebenfalls hinzufügen. Das ist im Bereich, also in anderen Bereichen, ein bisschen schwieriger zu beurteilen. Wenn wir von der Digitalisierung der Medien sprechen und dann letztlich das klassische Zeitungsgewerbe anschauen, das wissen Sie vermutlich besser als ich, wie schwierig das mittlerweile ist. Wir haben uns meistens als Ökonomen auf die Position zurückgezogen, dass Qualitätsjournalismus sich über alle technischen Neuerungen hinweg halten kann. Aber so simpel dürfte es wahrscheinlich nicht sein. Wir haben schon auch Veränderungen der Lesegewohnheiten. Ich sehe das ja an mir selber, dass ich es noch ganz gut schaffe, Wochenzeitungen wirklich relativ intensiv zu lesen. Also eine Sonntagszeitung oder den Economist zum Beispiel, während ich bei Tageszeitungen nur noch punktuell reinschaue und die unmittelbaren Informationen einfach online bekomme über die Medien, die das frei zur Verfügung stellen. Also insofern haben wir hier einen Wandel, der nicht einfach zu bewältigen ist, der ein bisschen was auch nochmal mit Generationen zu tun hat und deswegen relativ schwierig ist. Aber lassen Sie mich nur eine Bemerkung zur Durchlässigkeit machen.
Gut, das ist eben angesprochen. Ich hätte sonst noch einfach eine Gegenbemerkung zu. Machen Sie doch gleich wieder. Vorher, dann können Sie nachher die Durchlässigkeit nochmal machen. Okay. Das Dilemma, was ja entsteht, ist, wenn ich das richtig verstanden habe, bei den Untersuchungen, dass die bestehenden Wirtschaften, egal jetzt ob über Medien, über Taxi oder über andere Dinge, Airbnb ist auch so ein Thema mit den Hotels und viele andere Dinge mehr, dass wir zum einen so eine der Gewinner nimmt alles Mentalität kriegen, also dass diese neuen Formen der Wirtschaft sehr stark zur Monopolisierung drängen. Und der zweite Teil ist der, dass sie im Prinzip die alten Wirtschaften ja genau in das Dilemma reinbringen, dass sie sagen können, entweder sie beharren oder sie halten ihre alten Strukturen aufrecht, um ihre alten Kunden dann auch entsprechend weiter zu bedienen und da möglichst die Basis zu erhalten, dann verlieren sie den Anschluss oder aber sie schwenken um und gehen auf das Neue und hauen sich ihre Basis kaputt. Und aus diesem Dilemma raus kommt eigentlich niemand so richtig raus. Ja? Und das ist genau das Spannende, was wir jetzt gerade eigentlich erleben in den vielen Bereichen, wo man dann auch dann die Frage stellen muss, was passiert mit unseren Sozialstandards, was passiert auch in dieser Frage der Durchlässigkeit bei denen, die dann da tatsächlich unten durchgefallen sind. Naja, also ja. Die Monopolisierungstendenz, das ist eine schwierige Frage. Wir arbeiten da meistens mit zu einfachen Kategorien. Wenn wir das nach der modernen ökonomischen Wettbewerbstheorie betrachten, kommt es ja nicht lediglich darauf an, ob über einen bestimmten Zeitraum eine marktbeherrschende Stellung entsteht oder nicht, sondern es kommt im Wesentlichen darauf an, wie bestreitbar der Markt ist. Ich kann mich gut erinnern, dass Anfang der 80er Jahre, noch bevor Microsoft überhaupt richtig aufgekommen ist, der Spiegel vor der Macht von IBM gewarnt hat auf seinem Titelblatt. Es hat keine 2 Jahre gedauert und diese Macht war gebrochen und anschließend war es Microsoft, das wir an die Kantare nehmen wollten. Jetzt ist es Google und Amazon, die wir an die Kantare nehmen wollen. Entscheidend in diesen Märkten ist tatsächlich, wie bestreitbar ist der Markt. Und der ist ungeheuer bestreitbar in diesen Bereichen. Es sind immer nur temporäre marktbeherrschende Stellungen, die entstehen und die erlauben es dann nun mal nicht in dem Maße, die Situation auszunutzen, wie wir das in den klassischen Monopolen des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts hatten. Deswegen kann man die Frage der Monopolisierungstendenzen, die muss man schon sehr differenziert betrachten. Die Frage, inwiefern Strukturen, die positiv wirken oder in der Vergangenheit positiv gewirkt haben, durch diesen Wandel zerstört werden, die stellt sich immer. Die hat sich für andere Strukturwandlungen auch gestellt. Das hat wenig mit der heutigen Digitalisierung zu tun. Wenn Sie sich den Niedergang der Montanindustrie in Deutschland, den Niedergang der Textilindustrie in verschiedenen Ländern anschauen, dann hat das massive Veränderungen herbeigeführt. Und in manchen Bereichen haben wir uns dadurch, dass sich diese alten Industrien neu ausgerichtet haben, nicht so sehr auf die alten Kunden, sondern auf neue Kunden ausgerichtet haben, Spezialstähle beispielsweise, das ist so ein Thema, das man da ansprechen kann, haben sie überlebt und haben größere Wertschöpfungspotenziale wieder erschließen können. In dem Maße, in dem sie das nicht konnten, Beispiel Textilindustrie, haben wir den deutlichen Niedergang und haben nur noch ganz kleine Spezialproduktionen, die wir in den westeuropäischen Staaten halten konnten. Die Schweiz ist dafür auch ein sehr gutes Beispiel, wo wir gerade in St. Gallen diesen Niedergang der Textilindustrie ja gehabt haben. Also da muss man schon ungeheuer vorsichtig sein, was diese Prognosen anbetrifft, denn das, was mich am meisten an diesen Fragen, in welche Richtung die Wirtschaft tendiert und welche Megatrends sich dann abbilden lassen, stört, das ist dieses Ausrufen von neuen Megatrends, möglichst noch mit dem Zusatz, es handele sich um eine neue Gesellschaft. Das machen meine betriebswirtschaftlichen Kollegen ungeheuer gerne. Und das hat sich sogar in der Taktung sehr stark erhöht. Während wir früher mal eine Industriegesellschaft waren, wurden wir schnell zur Dienstleistungsgesellschaft. Das waren wir keine 3 Jahre, dann wurden wir zur Wissensgesellschaft und so weiter und so fort. Da immer wieder auf neue Züge aufspringen zu wollen, das halte ich für problematisch. Ich denke, es geht schon darum, in den einzelnen Volkswirtschaften die komparativen Vorteile, die man hat, zu nutzen. Das heißt nicht, dass man stillsteht, sondern dass man auch im Zuge dessen die Wandlungen annimmt, die notwendig sind. Aber wir können heute froh sein, dass wir uns nicht zur Dienstleistungsgesellschaft in dem Maße gewandelt haben, wie das von den Protagonisten dieser Bewegung gefordert worden ist. Wir sind heute mit unserer Industrie relativ froh. Genau. Sie was? Sie Großbritannien. Sie dringt es. Ja, ich will 2 Gesichtspunkte noch mal einbringen.
weil die Grundfrage ja auch lautet, wie weit soll der Staat und kann der Staat Steuern eingreifen und wie weit soll er sich da zurückhalten. Also die Beispiele, die Sie gebracht haben mit Warnung vor IBM, dann Microsoft und so weiter, zeigen ja, der Staat hat da gar nichts erreicht. Das waren einfach neue Innovationen, über die man dann sagen kann, wir sind glücklich darüber. Und das sollte uns natürlich dann skeptisch machen, ob der Staat so viel erreichen kann. Eines der Beispiele, das Sie indirekt angedeutet haben, ich habe mein Abitur aus Kontingentengründen in Dortmund, also im Ruhrgebiet gemacht, da kann man doch sagen, die haben 10 bis 15 Jahre an innovativer Kraft verloren und deshalb haben sie heute immer noch zu knabbern, obwohl sie 10 bis 15 Jahre weiter sein könnten. Die Gründe lasse ich mal beiseite. Das ist die eine Bemerkung. Wir sollten dann mit den Staatseingriffen vorsichtiger sein und sollten lieber auf innovative Personen schauen. Ich vertraue zum Beispiel unseren südwestdeutschen Mittelständlern sehr, sehr viel zu. Und wenn die Staatsrahmenregeln einigermaßen verlässlich sind über längere Zeiten, dann fällt ihnen schon genug ein. Warum haben wir in bestimmten Teilen von Schwaben sagen die weltweit führende Medizintechnik? Die haben speziell in einem kleinen Kaff von, naja, von Tübingen gibt es eine bestimmte Art, wie wir die Frage nach medizinischen Mitteln, also Arzneimitteln, sehr viel präziser beantworten können als vor ein paar Jahren. Weltweit wird das von entsprechenden Zahnärzten überall genutzt. Da vertraue ich eine ganze Menge. Wenn der Staat also ein bisschen mehr den Leuten in Ruhe lässt, wird das schon funktionieren. Und da ein zweiter Gesichtspunkt, der vielleicht locker damit zusammenhängt. Die Frage ist ja, wen unterstützt der Staat primär oder die Regeln? Die Arbeitsplatzbesitzer oder die Arbeitsplatzsuchenden? Und faktisch tut es natürlich, bevorzugt er die Arbeitsplatzbesitzenden. Aber erstens mal die Jugend sucht nach Arbeitsplätzen und auch die Leute, die vielleicht den Arbeitsplatz verloren haben, wollen neue Arbeitsplatzchancen haben. Die Schweiz, die einen geringeren Arbeitsschutz als Deutschland hat, auch Dänemark, das meines Wissens einen geringeren Arbeitsschutz hat als Deutschland, hat trotzdem eine geringere Arbeitslosenquote. Die Chance, einen neuen Platz zu finden, ist sehr viel größer. Und auch das ist für mich eine Mentalitätsfrage, von der Sie recht haben. Die sind ja veränderbar. Und das müssen wir eigentlich lernen, dass ein gewisses Maß von Risiko, was überschaubar ist, die Sache lohnt, weil wir dann die Chancen haben, dass sowohl unsere Kinder, also auch Enkelkinder, ihre Arbeitsplätze finden, als auch wir, wenn wir mal aus einem Beruf rausfallen, dass wir wieder schnell einen neuen Platz finden, als dass darum gekämpft wird und unsere Löhne, wie Sie sagten, ja sowieso dann runtergegangen sind. Ja, Sie sprechen mir natürlich wirtschaftspolitisch aus dem Herzen, Herr Professor Höffe. Die Frage ist jetzt nur, wie man das in der politischen Diskussion vermitteln kann. Und Sie haben ja im Grunde in Ihrem Vortrag vorhin so etwas wie eine Krise des Liberalismus beschrieben und haben sich dann die Frage gestellt, wie kann man eine solche geistesgeschichtliche Bewegung sozusagen revitalisieren? Und haben dann so etwas Ähnliches gemacht wie vor 200-300 Jahren, als der Absolutismus in der Krise war. Dann nannte man ihn den aufgeklärten Absolutismus und Sie nennen jetzt den Liberalismus den aufgeklärten Liberalismus. Und genau darum muss es, Vergleich, aber. Ja, aber darum muss es im Grunde gehen, nämlich zu vermitteln, warum man das, was man vertritt, nicht vertritt, damit die Reichen immer reicher werden, sondern damit die Gesellschaft in ihrer Breite davon profitiert. Und Sie haben ja im geistesgeschichtlichen oder im ideengeschichtlichen Teil Ihres Vortrags Adam Smith sozusagen vom Kopf auf die Füße gestellt, als Sie gesagt haben, es ging ja nicht darum, jetzt sozusagen vom Unternehmer her zu denken, sondern es geht darum, vom gesamtgesellschaftlichen Wohlstand her zu denken. Es gibt ja diese berühmten Beispiele vom Metzger und Bäcker und es ist eben nicht vom Metzger und Bäcker her gedacht, sondern vom Konsumenten, nicht? Wie ernährt der sich? Und genau das ist die spannende Aufgabe, ich glaube, auch für eine liberale Partei, nämlich ein Stück weit wegzukommen vom Image derjenigen, die sagen, wir sind gegen Mindestlöhne, damit die Erträge der Unternehmen höher werden, sondern dahin zu kommen, zu sagen, wir sind gegen Mindestlöhne, weil einfach dadurch Lebenschancen von Menschen zerstört werden, nämlich von den Arbeitsplatzsuchenden. Und das ist, glaube ich, generell die spannende Aufgabe, die aber nicht so einfach ist im politischen Diskurs, weil sie in der Regel eben nicht so viel Zeit haben zu erklären, wie jetzt heute beispielsweise, sondern nur mit den kurzen Botschaften rüberkommen. Und da ist es natürlich einfacher zu sagen, wer gute Arbeit leistet, muss auch davon leben können und dergleichen Dinge mehr. Also es ist ein interessanter geistesgeschichtlicher Exkurs und eine
interessante geistesgeschichtliche Debatte, aber es ist eben nicht so ganz einfach, dieses sozusagen für die politische Auseinandersetzung und für die politische Kommunikation handlich zu machen. Wobei Sie da ja, Sie dürfen gleich eigentlich natürlich das Dilemma auch wieder beschreiben, was ich vorhin jetzt anhand der Wirtschaften oder der Branchen danach versucht habe zu beschreiben und das sich ja in ähnlicher Weise auch darstellt. Also der Staat, wenn er, denn Sie sagen, Lebenschancen schaffen, dadurch, dass man zum Beispiel gegen Mindestlohn ist, das wird zumindest erklärungsbedürftig sein. Das ist erklärungsbedürftig. Aber es führt zunächst mal natürlich auch in ein Dilemma rein. Also was wir ja im Sozialstaat generell jetzt haben, wenn Sie zu dem Ergebnis kommen, ich muss mehr in den Bereich der Investitionen geben und muss in den konsumtiven Bereich abbauen, dann muss ich natürlich zunächst mal rede ich dann über den Sozialstaat und rede über die vielen Dinge, die dort stattfinden. Und wenn Sie aber, dann kommen Sie genau in das Problem rein, dass Sie natürlich dann auf der einen Seite erstmal abbauen müssen und den Leuten klar machen müssen, dass möglicherweise da Chancen für Sie entstehen, die das aber natürlich überhaupt gar nicht dann für sich sehen würden. Das heißt, in Deutschland wird man mit Sicherheit massive Verwerfungen kriegen. Und die andere Frage ist natürlich die, dann zu sagen, wenn Sie das nicht tun, haben Sie aber nicht die Möglichkeiten, die Investitionen freizusetzen, die Sie womöglich brauchen, um den kreativen Schub zu kriegen, der dann die Lebenschancen erst ermöglicht, den Sie den Leuten in Aussicht stellen. Das heißt, Sie sind da eigentlich in einem unauflösbaren Dilemma drin. Und man hat ja aktuell ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt eher den Punkt machen, dass wir sagen, wir versuchen auf Teufel komm raus, irgendwo das Thema Verteilungsgerechtigkeit über den Sozialstaat herzustellen, investieren da immer mehr. Und das Ergebnis ist aber, dass wir das nicht erreichen, was wir wollen. Die Verteilungsgerechtigkeit gibt es nämlich trotzdem nicht. Ja, das Schöne ist, wenn ich das nur kurz einflechten darf, dass wir genau da sozusagen bei unserem Spiritus Rector des heutigen Tages sind, nämlich bei Dahrendorf. Ja. Denn genau das hat Dahrendorf lebenslang interessiert, nämlich die unauflöslichen Widersprüche, wo die ineinander in Konflikt treten. Das ist das, was ihn immer fasziniert hat und wo er immer sozusagen auch angefangen hat zu forschen. Und deshalb, glaube ich, sind wir schon da an einer richtigen Stelle, genau dieses zu diskutieren. Ich wollte nur eine Anmerkung zu Ihnen machen. Ich finde das völlig richtig, was Sie sagten, dass die Verteilung des Mindestlohnes vielleicht leichter ist. Aber dann ist eine Frage der rhetorischen Vorbereitung. Da müsste man eben sagen, ich bin bei der Leopoldina in Halle, wenn mir der dortige Taxifahrer sagt, der rechnet damit, dass ein Drittel seiner Kollegen den Arbeitsplatz verliert. Dann hört man eben, dass eventuell die Spargelstecher hier im Badischen ihren Arbeitsplatz verlieren. Und dass man dann sagen kann, dann wird der Spargel nur noch aus Peru gebracht. Und wir wollen ja aus anderen Gründen nicht, dass diese Riesenwege sind. Man muss also dann auch die entsprechenden die Gruppen ansprechen. Die Umweltschutzbewegung, wenn ihr für Arbeitsmindestlöhne seid und dann gleichzeitig den Spargel aus Peru wollt, dann widersprecht ihr euch. Wenn ihr für Arbeitschancen seid, aber ein Drittel der Taxiplätze verschwindet, dann widersprecht ihr euch. Das muss man jetzt so vorbereiten, ich bin ja kein Politiker, dass man das dann in genauso knappe Schlagworte bringt wie die Gegenposition. Und dann sieht auch die Bevölkerung dann zunächst mal, dass wirklich eines gegen das andere steht und nicht sozusagen das Humane gegen das Inhumane. Herr Höfer hat recht, mehrfach natürlich, aber insbesondere mit der Bemerkung, wie wichtig Rhetorik ist. Und zwar nun von der anderen Seite gewendet, das ist nämlich dann am Schluss gar nicht so einfach, sich gegen eine unbotmäßige Rhetorik zu wehren. Das spricht dann auch ein bisschen das Thema Durchlässigkeit an, was ich die ganze Zeit schon mal anführen wollte. Endlich können Sie darauf kommen. Wir haben im Grunde in den vergangenen Jahren die neue soziale Frage, wie Sie das genannt haben, Herr Höfer, in einer ganz bestimmten Art und Weise verstanden, nämlich so, als wenn Deutschland zum Armenhaus geworden wäre. Das war das Ergebnis medialer Aufbereitung, insbesondere in den im Fernsehen. Ich nehme Sie also aus. Schuld. Sie sind nicht schuld. Sie sind nicht schuld. Es ist, sind vor allem die elektronischen Medien, die schuld sind. Wenn man sich da die Talkshows angeschaut hat, da hatte man wirklich den Eindruck, alles, was wir nun an Reformen seit 2000 bis 2007 gemacht haben, führt letztlich dazu, dass es den Menschen wesentlich schlechter gegangen ist in Deutschland. Und erstaunlich ist, das genaue Gegenteil ist der Fall. Man muss ganz klar sagen, dass die Einkommensungleichheit in Deutschland
bis ins Jahr 2005 angestiegen ist. Und wir können das auch für Westdeutschland schon in den 80er Jahren beobachten. Im Zuge des Anstiegs der Arbeitslosigkeit ist auch die Einkommensungleichheit nach oben gegangen. Im Jahr 2005 hat sich dieser Trend umgekehrt. Die Arbeitslosigkeit ist runtergegangen. Wir haben auch strukturelle Arbeitslosigkeit abgebaut noch bis 2009. Und im Zuge dessen hat sich die Einkommensungleichheit leicht reduziert. Aber wir haben im gleichen Zeitraum so diskutiert, als wenn es genau andersrum passiert wäre. Und das stimmt einfach nicht. Das ist völlig falsch. Man muss feststellen, dass sich die Durchlässigkeit reduziert hat. Und zwar nicht bezogen auf das, was uns die OECD immer berichtet, nämlich dass diejenigen, die im das Gymnasium mit Abitur abschließen, eben zu höheren Anteilen als in anderen OECD-Ländern aus Familien mit ähnlichem Bildungsabschluss kommen. Das ist ja nur ein Teil des Aspekts, denn wir haben ja dann eine wesentlich größere Durchlässigkeit, die Herr Röke eben über die verschiedenen Schulformen beschrieben hat, sodass sich das massiv reduziert. Und wenn man dann so sieht, in welchen Berufen die Kinder verschiedener Elternhäuser landen, dann sieht man sehr wohl auch Verbesserungen. Aber wir haben vor allen Dingen, wenn es sich nachher auf die Einkommensverteilung bezieht, das, was ich eben schon angesprochen habe, nämlich dass die Durchlässigkeit aus den unteren Einkommensgruppen in die oberen Einkommensgruppen abnimmt. Das ist nicht ein Problem der Mittelschicht in dem Sinne, dass sie da unter Druck gerät, sondern es ist ein Problem in dem Sinne, dass aus den unteren Einkommensschichten weniger Menschen in die Mittelschicht nachwachsen, als die Mittelschicht aufgrund der Entwicklung nach oben in die Oberschichten verliert. Die Mittelschicht nimmt in Deutschland ab, weil ein größerer Teil der Personen, die sich vorher in den mittleren Einkommen befanden, in die höheren Einkommen wechseln, das, was man sich eigentlich im Sinne der Durchlässigkeit wünscht, aber die Durchlässigkeit von unten hoch, die ist eben nicht mehr so stark wie früher. Und das ist das Problem, das wir eben bei der Bildung angesprochen haben. Darauf kommt es in den nächsten Jahrzehnten an. Und wie kriegen wir das hin, Herr Rünke? Ja, indem wir vieles von dem angehen, was am heutigen Tag dankenswerterweise angesprochen worden ist. Ein wesentliches Thema ist die frühkindliche Bildung. Ich habe vorhin schon mal gesagt, es ist notwendig, dass die Kinder, die eingeschult werden, die notwendige Sprachkompetenz hat. Wir haben ja in unserer Regierungszeit vor 2011 die Sprachstandsdiagnosen für die Kindergartenkinder eingeführt, für die Vierjährigen. Das ist natürlich ein Schritt in diese Richtung. Es ist notwendig, dass wir auch unsere Maßnahmen zur Integration verbessern, wobei Professor Höffe völlig recht hat, wenn er sagt, dass es beispielsweise bei einem asiatischen kulturellen Umfeld sehr viel leichter als bei manchen islamischen Kulturen. Das bitte ich Sie jetzt nicht falsch zu verstehen, wie ich das meine, aber es ist Fakt. Und es ist natürlich auch notwendig, eine vernünftige Sozialpolitik zu machen. Und das sage ich als Liberaler sehr dezidiert. Es muss die Aufgabe sein, dass wir die Voraussetzung dafür schaffen, dass Menschen aus prekären sozialen Gesellschaftsschichten die Chance erhalten, über Bildung aufzusteigen. Das genau ist dieser Übergang von Unter- zu Mittelschicht. Das ist nicht ganz einfach, da gibt es keinen Königsweg, aber da gibt es eine Vielfalt von, denke ich mal, vernünftigen politischen Maßnahmen, die man da einleiten kann. Natürlich auch ist eine gesellschaftliche Diskussion in diesem Zusammenhang notwendig. Man muss sich darauf einlassen, man muss das Problem erkennen und kann es nicht einfach dadurch zugleichen, dass man sagt, wir ändern jetzt etwas an den Schulstrukturen, wir führen eine neue sozusagen ideologische Schulpolitik ein mit einer Heilslehre über einen neuen Schultypus. Und das richtet dann alles. Da muss man sich darüber im Klaren sein, dass das nicht der Fall ist. Und es ist völlig richtig, dass wir natürlich die Ressourcen, die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellen müssen. Und da ist klar, dass ich sozusagen haushaltsrechtlich bei Lars Feld bin, der sagt, also im Grunde sind Ausgaben für Hochschullehrer und für Lehrer konsumtive Ausgaben. Aber Professor Höffe hat natürlich recht, wenn er sagt, im Grunde sind es investive Ausgaben, denn es ist in der Tat die Frage der Nachhaltigkeit für künftige Generationen, welche Voraussetzungen schaffe ich für künftigen Wohlstand, und Investitionen in gute Bildung sind natürlich Investitionen in künftigen Wohlstand. Herr Höffe, Sie wollten antworten noch, oder?
Nein, ich sehe da jetzt keinen Anlass. Da gibt es keinen Anlass mehr. Herr Feld. Ja, lassen Sie mich noch eine Bemerkung, dass Sie vielleicht die gute Stimmung auf dem Podium noch ein bisschen dämpft machen. Wir sind uns ja erstens einig, dass der Bildungsbereich unglaublich wichtig ist und dass man ihn vielleicht noch eher als Investition sehen müsste und dass man da auch viel mehr machen müsste, auch in Richtung frühkindlicher Bildung. Aber zuversichtlich, dass uns das die nächsten Jahre gelingt, bin ich da nicht. Wir haben ja jetzt gerade, nachdem wir mit viel Mühe und massiven politischen Anstrengungen Reformen im Arbeitsmarkt- und Sozialbereich in den anfänglichen 2000er Jahren durchgeführt haben, angefangen, diese Reformen wieder zurückzudrehen. Also insbesondere im Bereich der Rentenpolitik werden massive Fehler gemacht, die uns die nächsten Jahre sehr, sehr viel Geld kosten werden. Und dieses Geld fehlt. Und sobald diese Versprechungen einmal etabliert sind, bekommt man sie nicht nur aus politischen, sondern auch aus rechtlichen Gründen unglaublich schwer wieder weg. Dabei ist die Rente mit 63 nur ein Teil des Problems. Die Mütterrente ist deutlich teurer als die Rente mit 63. Ich kann das immer nur bei allen Diskussionen sagen. Nehmen Sie diese beiden Elemente des Rentenpakets, die ungeheuer schädlich sind und uns in den nächsten Jahren 10 Milliarden Euro pro Jahr kosten werden. Natürlich ist das irgendwann mal aus dem System raus, aber die Rente mit 63, die wird weiterhin zu Buche schlagen, auch über das Anheben auf die Rente mit 65 hinweg, weil man nämlich die Voraussetzungen etwas aufgebohrt hat und Arbeitslosenzeiten zählen für langjährig Versicherte. Das kostet dann aber irgendwann ab 2050 auch mal mehr als die Mütterrente. Die Mütterrente wird uns begleiten bis 2050. Das ist schon eine relativ teure Maßnahme, die hier unternommen wird. Und von daher bin ich nicht ganz zuversichtlich, dass uns das Umschieben von den Sozialausgaben hin zu den wichtigeren staatlichen Aufgaben, will ich mal sagen, vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung gelingen wird. Damit haben Sie den Umstieg auf die Generationengerechtigkeit, die auch natürlich bei den Lebenschancen eine große Rolle gespielt gemacht. Das werden wir mit Blick auf die Zeit, die läuft uns schon wieder davon, eigentlich nur noch streifen können, wie Sie wollten. Ja, nur zunächst mal die Bemerkung, ich bin ganz Ihrer Meinung. Ich bin da nicht so optimistisch, dass sich das viel ändern lässt. Ja. Lässt schon. Und jetzt die Frage, aber wirklich als offene Frage, und bitte Herr Hauser, verstehen Sie nicht falsch, wir haben jetzt keinen Politikwissenschaftler auf dem Podium, sondern zwar ein Politiker und Sie sind jetzt als Medienvertreter doch ansprechbar. Was meinen Sie, lässt sich eventuell in den öffentlichen Debatten, die doch ein Gutteil glücklicherweise nicht nur über unsere Talkshows laufen, die inzwischen, glaube ich, zum langweiligsten Teil unserer zwangsfinanzierten Fernsehanstalten gehören. Was lässt sich in dem Bereich, für den Sie ja stehen, im Qualitätsjournalismus, ein wenig in die Richtung bringen, dass die von vielen noch geteilte Meinung, und jetzt glaube ich nicht nur jetzt von bestimmten politischen Richtungen, ich glaube selbst ein Teil der Parteien, die das unterstützt haben, die für mich auch falschen Entwicklungen, dass sie trotzdem diese Meinung teilen, dass die jene Zustimmung in der Bevölkerung finden, dass sich die geringer gewordenen Chancen, dass sich noch was ändert. Das ist klar, die Rente 63, die Mütterrente, aber auch die teuren Stromtrassen, also die Energiewende, die werden uns, vor allem meine Kinder und Enkelkinder, noch viele Jahre begleiten, dass wir mindestens eine Gegendebatte anfangen und sagen, wir müssen auf die anderen Dinge schauen. Sehen Sie da für die Qualitätsjournalismus Chancen? Die Frage ist nicht unfair gemeint. Nein, ich habe sie auch gar nicht unfair empfunden. Warum ich erstmal ein bisschen nicht gleich sofort angewandert habe, hängt damit zusammen, dass das Thema nicht ganz einfach ist. Wenn man jetzt gerade das Thema Rente mit 63 oder Mütterrente nimmt, dann muss man ja einfach zur Kenntnis nehmen, dass es, glaube ich, kein sozialpolitisches oder sonstiges Thema gab, wo medial so einhellig eigentlich die Kritik vorgeherrscht hat. Ja, ja. Also es war, und das Problem ist einfach, das hat mich auch beschäftigt, ich habe auch, glaube ich, mal versucht, einen Leitartikel, war aber dann am Ende auch noch nicht an dem Ende, dass ich es wirklich erklären konnte. Wir sind da in einem Dilemma drin, das heißt, wir kommen an diesem Punkt nicht an die Leute ran. Die meisten Leute haben dieses Gefühl, Rente mit 63 steht mir zu, ich habe 45 Jahre gearbeitet, und auch bei denen, die das nicht kriegen können, ist dieser Punkt, dass die Überzeugung da ist, zu sagen, das muss man denen gönnen, das haben die verdient. Ja? Und da haben sie kaum eine Chance, argumentativ dagegen zu arbeiten. Und zwar, weil sie einfach auf unterschiedlichen Ebenen argumentieren.
Also dieses Gerechtigkeits- bzw. dieses Gefühl zu sagen, das steht mir zu, das läuft auf einer Ebene, dass man dann sagt, ich will ja gar nicht sagen, dass ich das denen nicht gönne. Ja? Sondern das Problem ist zu sagen, wir binden hier massiv Kräfte, die wir an anderer Stelle nicht haben. Und die Diskussion kriegen sie nicht hin. Bei der Mütterrente ist es ähnlich, ja? Und viele andere Dinge auch. Wobei, ich kann noch fragen, warum kann man denen nicht beibringen? Wir haben das Recht vielleicht auf die vorgezogene Rente, aber damit schaden wir unseren Kindern und Enkelkindern. Die Argumente sind ja alle auf dem Tisch. Ich meine, warum schlägt das nicht durch? Das ist für mich eine der spannenden Fragen. Ja. Sie haben an diesem Punkt, sind Sie gegen die große, breite Grundüberzeugung eines großen Teils der Bevölkerung? Ja, ich habe vielleicht, will vielleicht mal eine Erklärung versuchen. Ich habe das in der Tat, Herr Hauser, auch beobachtet. Ich lese ja viele Kommentare, nicht? Viele Zeitungskommentare laufen da ja so über dpa, so sonntagabends. Und es war in der Tat so, es gab eine große Majorität der Kommentare, die gesagt haben, das ist eigentlich ökonomischer Blödsinn, was da passiert. Ist aber in der Bevölkerung in der Tat nicht angekommen. Warum? Ich glaube, wir sind in dieser Beziehung ein Stück weit ein Opfer unseres ökonomischen Erfolges der letzten Jahre geworden. Wir haben festgestellt, es geht uns ja wunderbar in Deutschland. Wir hatten noch nie so viele Beschäftigte, über 40 Millionen. Die Steuereinnahmen sprudeln wie noch nie. Wir sind im Grunde auch resistent gegen die ganzen Krisen, die da aus anderen Teilen Europas herüberschwappen, aber doch nicht sozusagen in unser Boot hineinkommen. Und in einer solchen Situation, da kann man sich doch ein Stück vom Kuchen abschneiden und da kann man verteilen. Das ist, glaube ich, ein Stück weit die Mentalität. Wir hatten vor gut 10 Jahren eine andere Mentalität. Da hatten wir eine Arbeitslosigkeit von über 5 Millionen. Und in einer solchen Situation konnte Schröder die Agenda 2010 machen, weil ein Bewusstsein in der Bevölkerung da war, wir sind in einer wirtschaftlichen Situation, so geht es nicht mehr weiter. Heute sind wir in einer Situation, wo die Bevölkerung den Eindruck hat, uns geht es so gut, da kann man verteilen. Und ich fürchte, wir werden erst wieder eine Wirtschaftskrise brauchen, bis die wirtschaftliche, die ökonomische Vernunft in Deutschland zurückkehrt. Also diese Erklärung kann ich sehr gut nachvollziehen, inklusive den letzten Teil, dass wir wieder eine Krise brauchen. Jetzt wollte ich eben selber ein Aber bringen. Aber warum gelingt es dann nicht, in die Debatte einzubringen? Wir haben doch viele Teile, die bei uns im Marode sind. Denken wir doch nur an unsere Straßen und Brücken. Das sind Milliarden, die da notwendig sind. Und trotz sprudelnder Steuereinnahmen verlangen die jetzt nach Privatinvestoren. Was doch nichts anderes heißt, wir können das nicht. Jetzt kommen wir natürlich dann in ein sehr weites Feld, das weit über das hinausführt, was wir eigentlich hier diskutieren. Wir werden Gegenbelege bringen, indem man sagt, so reich sind wir ja gar nicht, dass wir einfach den Kuchen weiterverteilen können. Ein Stück vom Kuchen bröckelt ja. Ja, aber Sie haben ja dahinter einen ganz bestimmten politischen Mechanismus, den Sie nie aushebeln können, der ja im Grunde sich auch bei diesem Rentenpaket so schön zeigt. Dadurch, dass die Schuldenbremse existiert, hat man versucht, gegen den typischen politischen Mechanismus vorzugehen, dass sich die unterschiedlichen Parteien auf etwas einigen müssen, keine Abstriche des Bestehenden in allen Bereichen machen wollen und dann einfach nur mit zusätzlichen Ausgaben vorgehen. Also wenn jetzt zum Beispiel gesehen wird, wir brauchen Renovation von Brücken und Verkehrsinfrastruktur, dann ist der Impuls der, dass man zusätzliche Mittel dafür braucht. Und deswegen ist der Vorstoß der Bundesregierung oder mancher Teile der Bundesregierung im Moment, privates Kapital dafür locker machen zu wollen. Mein Argument war, das Geld, was wir angeblich haben für die vorgezogene Rente und für die Mütterrente, dieses Geld woanders reinzusetzen. Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Der zweite Teil des Arguments kenne ich. Aber der erste Teil ist doch eine Frage. Der politische Mechanismus wirkt dem einfach eindeutig entgegen. Sie schnüren ein Paket mit zusätzlichen Ausgaben. Und dieses Paket sorgt dafür, dass die eine Partei die andere Partei unterstützt und an der Macht hält. Und das geht durch alle Strukturen immer durch. Sie finden ähnliche Mechanismen auch in den USA, ohne dass die Parteien so wichtig sind. Da sind es dann die einzelnen Abgeordneten, die auf die Art und Weise paktieren. Das ist eine Form von Stimmentausch, die man halt immer hat. Deswegen haben wir die Schuldenbremse ja geschaffen, damit wir die übermäßige Verschuldung, die aus diesem Mechanismus resultiert, nicht auf Dauer haben. Und nun beginnt die Diskussion, hat die Diskussion zunächst mal begonnen, wie setzen wir Prioritäten im Staatshaushalt, um dafür zu sorgen, dass wir stärker an Investitionen gehen.
Und dann hat man festgestellt, das können wir nur schaffen, wenn wir irgendwo die konsumtiven Ausgaben oder die Sozialausgaben kürzen. Aber das wollen wir nicht. Also brauchen wir jetzt zusätzliche Mittel. Die sollen von den Privaten kommen, aber die kriegt man nur von den Privaten, wenn man ihnen in der Zukunft höhere Renditen verspricht. Das heißt, wir umgehen die Schuldenbremse mit einem Ausgabeversprechen für die Zukunft, wenn wir das machen. Und das ist natürlich fatal. Ja. Jetzt sind wir eigentlich am Stand der Diskussion, wo wir Herrn Kirchbach hier auf die Bühne holen müssten, damit er auch dann entsprechend gegenhalten kann, weil ihm dazu sicher auch einiges einfallen wird. Der Blick auf die Uhr sagt mir allerdings, dass wir unsere Zeit schon überschritten haben und es ist eigentlich natürlich unfair, Sie so lange von Ihrem mittäglichen von dem sonntäglichen Mittagessen abzuhalten. Und wir wollten, es gibt, glaube ich, auch noch was zu trinken und da kann man dann das eine oder andere noch weiter diskutieren. Deswegen will ich jetzt einfach, ohne den Versuch zu unternehmen, ein Resümee zu machen, hier die Diskussion an diesem Punkt abbrechen, Sie aber trotzdem vielleicht mit einem Gedanken noch in den Sonntag entlassen. Nicht das Wort zum Sonntag, aber vielleicht so etwas Ähnliches. Wir haben ja diskutiert über das Thema Lebenschancen, Herausforderungen für die offene Gesellschaft. Und den letzten Punkt, die offene Gesellschaft, haben wir eigentlich überhaupt noch gar nicht in den Blick genommen. Und wenn man, es ist am Rande immer wieder mal so hochgekommen, anguckt, welche Bedrohungen eigentlich die offene Gesellschaft heute durch fundamentale Strömungen aus verschiedenen Gründen hat, dann ist dann die spannende Frage eigentlich, aber das wäre wirklich ein eigener Diskussionstag, den man da mal dazu machen müsste, ob nicht sogar die meisten Lebenschancen gefährdet sind, wenn wir es nicht schaffen, die offene Gesellschaft zu verteidigen und uns diesen Punkten entgegenzustellen. Wenn die fundamentalen Strömungen da tatsächlich uns die offene Gesellschaft kaputt machen, dann können wir den Rest vergessen. In diesem Sinne.